Da sind wir wieder zu einem Thema aus dem Strafrecht, erkennbar an dem Symbol. Jura einfach gemacht. Wir sind heute im Prozessrecht, also Strafprozessrecht, Zivilprozessrecht, man könnte aber auch sagen Verwaltungsprozessrecht. Denn wir haben heute ein Thema, das in jedem Rechtsbereich, in jedem Prozessrecht gilt, das Recht auf den gesetzlichen Richter. Als Jurist bin ich ein vorsichtiger Mensch, deswegen Disclaimer, ich erteile hier keinen Rechtsrat. Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an einen kompetenten Kollegen, der Ihnen Rechtsrat für Ihre Problematik erteilt. Ich kann das hier nicht und ich möchte das nicht. Das Recht auf den gesetzlichen Richter, ein außerordentlich wichtiges Recht und ein außerordentlich streng geregeltes Recht in Deutschland. Das hat bei uns einen besonderen Hintergrund. Unser Grundgesetz 1949 erarbeitet, ist noch sehr geprägt durch die damals sehr wache Erinnerung an die Nazizeit, zu der es eingerichtet durch die Nazi-Verbrecher Sondergerichte gab in großer Anzahl, bei denen dann willfährige Juristen und Richter und Staatsanwälte solche Urteile zustande brachten, die dem Nazi-Regime gefielen. Und man hat damals unter dem Eindruck dieser grausamen Vergangenheit das Grundgerecht errichtet und dort das Recht auf den gesetzlichen Richter sehr stark ausgeprägt. Soweit ich erkennen kann, ich kenne natürlich nicht jede Rechtsordnung, aber wesentlich stärker ausgerichtet auf ein subjektives Recht, auch des Einzelnen, als das in anderen Rechtsordnungen der Fall ist. Das Recht auf den gesetzlichen Richter ist auch zurückzuführen auf Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Recht auf ein Fair Trial, auf ein faires Verfahren. Natürlich kann man in einem fairen Verfahren nicht irgendeinen ansonsten völlig unzuständigen Richter für zuständig erklären und dem die Sache übertragen. Das ergibt sich schon aus Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir haben das aber in Deutschland wesentlich strenger ausformuliert noch und ausgestaltet, als das in anderen Rechtsordnungen der Fall ist. Gucken wir einmal in die deutschen Regelungen. Da haben wir zunächst einmal das einfache Gesetz, § 16 des GVG, das ist das Gerichtsverfassungsgesetz. Dort heißt es, Ausnahmegerichte sind unstatthaft, niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Wir haben aber dieses Recht auf den gesetzlichen Richter sogar in der Verfassung in Artikel 101 Grundgesetz. Das sagte ich eingangs, die Verfassungsväter, damals waren keine Mütter dabei, sondern es waren nur Männer. Die Verfassungsväter haben das also für so wichtig gehalten vor dem Hintergrund der schrecklichen Nazi-Vergangenheit, dass es sogar im Grundgesetz drin steht und es ist ein sogenanntes Justizgrundrecht. Normalerweise sind die Grundrechte von Artikel 2 bis Artikel 19, hier haben wir ein weiteres Grundrecht, Artikel 101 des Grundgesetzes, Entschuldigung, Ausnahmegerichte sind unzulässig, niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Identischer Wortlaut wie im Gerichtsverfassungsgesetz. Was heißt jetzt der gesetzliche Richter? Der gesetzliche Richter muss vor einer Rechtssache nach abstrakten Kriterien so bestimmt sein, dass Manipulationen ausgeschlossen sind. Es muss also transparent sein, es muss abstrakt sein und es gibt keine Zuordnung einer bestimmten Sache an einen bestimmten Richter aus irgendwelchen willkürlichen Kriterien. Das Ganze ist natürlich überprüfbar, dadurch, dass vorher abstrakte Kriterien festgelegt werden. Wie geschieht das? Durch den sogenannten Geschäftsverteilungsplan, auch das im Gerichtsverfassungsgericht festgelegt. Es ist, glaube ich, der § 21 fortfolgende, da mal reinschauen, wen das interessiert. Dort ist also festgelegt, dass das Präsidium eines Gerichts, jedes Gericht hat ein Präsidium, im Vorfeld für das kommende Jahr diesen Plan
festlegt, den Geschäftsverteilungsplan, wie also die Geschäfte, das heißt die Rechtssachen verteilt werden, und zwar nach abstrakten Kriterien. Das kann also sein der Anfangsbuchstabe des Klägers, es könnte sein der Anfangsbuchstabe des Beklagten, es kann sein Wohnort, also wenn man sagt Köln, die und die, der und der Stadtteil, München und was weiß ich, also halt nach örtlichen Kriterien. Es kann sein nach Eingangsaktenzeichen, das ist also die mit einem runden Aktenzeichen, dass die an einen bestimmten Richter kommen, die, oder geraden, ein gerades Aktenzeichen, die mit einem ungeraden kommen an einen anderen Richter. Da gibt es also verschiedene Kriterien, sie müssen abstrakt sein und sie müssen transparent sein und nachprüfbar sein. Und es muss im Vorfeld festgelegt sein. Also der gesetzliche Richter ist der, der vorher bestimmt ist durch den sogenannten Geschäftsverteilungsplan, der auch öffentlich ist, den man einsehen kann. Und im Strafrecht wird das also natürlich von sachkundigen Kollegen immer dann sehr sorgfältig überprüft. Ist dieses Gericht hier zuständig oder hat es da einen Fehler gegeben? Gibt es einen Fehler? Rechtsirrtümer können immer vorkommen, aber ist dort ein Fehler passiert, der willkürlich erscheint oder der absichtlich erscheint, der also nicht durch einen reinen Rechtsirrtum oder durch ein reines Versehen zu erklären ist, dann hat man die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Zunächst ist das der Besetzungseinwand, der sogenannte. Wenn dem nicht stattgegeben wird, dann gibt es die Besetzungsrüge. Im Strafprozess sehr häufig wird das überprüft und moniert. Besetzungseinwand, Besetzungsrüge. Und wenn dort ein falscher Richter am Werke war, so wird das Urteil im Rechtsmittel sicherlich aufgehoben werden. Auch in der Revision. Gut, eine Anmerkung noch. Inzwischen sagt das Bundesverfassungsgericht auch, dass der Europäische Gerichtshof sei der gesetzliche Richter. Wenn eine Sache dem EuGH in Luxemburg hätte vorgelegt werden müssen und das ist nicht passiert, so kann das auch ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter sein. Das ist aber schon eher eine europarechtliche Frage. Wir merken uns, ein subjektives Recht, ein Justizgrundrecht, was also auch zuletzt dann auch, das hatte ich bisher nicht gesagt, mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden kann. Aber in der Regel reicht schon der Angriff, also die Berufung auf diesen Fehler in dem normalen Rechtsmittelverfahren. Das ist der gesetzliche Richter, vorher abstrakt bestimmt, keine Manipulationen, keine Sondergerichte, keine Sonderzuständigkeit von irgendwelchen Richtern, alles muss transparent sein und vorher abstrakt festgelegt. Das war's über den gesetzlichen Richter. Am Schluss noch ein Hinweis, wenn Sie von uns Lernimpulse bekommen wollen, kostenlos, risikolos, gratis, von uns zugeschickt, so können Sie sich über den Link am Ende dieses Videos in einen E-Mail-Verteiler eintragen und Sie bekommen dann von uns ohne jedes Risiko und gratis Lernimpulse zugeschickt. Sie können das jederzeit wieder stoppen. Ich garantiere Ihnen, dass dadurch für Sie keine Nachteile entstehen. Das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sehen mich bald einmal wieder. Lassen Sie es sich gut gehen. Bis bald, Ihr Donat Ebert.